Oh, ganz viel neues Zeug. Ein Double C Seismic Accelerator. Und neues Kommunikationsdingens. Rechargeable Battery Pack. Ein Gigantor XL Solar Ray. Das ist für Space Stations, denke ich, ja? Oh, ein Ionenantrieb. Xenon-Container, Xenon-Container. Und noch andere elektronischen Dinger. Nee, gut, raus hier. Vergiss nicht, die Panels auch auszufahren. Ja, 2, das war früher mal ein kleines Problem gewesen. Laden. Wir laden einfach den hier. So. Und verpassen dem Ding einfach Landing Struts. Oder sehe ich da was falsch? Okay, erstmal können die Parachutes weg, weil auf dem Moon und auf Minmus ist null Atmosphäre. Das heißt, wir brauchen keine Parachutes. Wo war? Stimmt, wir können jetzt gar nicht mehr nachträglich hier einen Kommandanten reinsetzen, ne? Also wir können nicht das Ding da oben auswechseln gegen was anderes. Geht das inzwischen? Nee, geht immer noch nicht. Ärgerlich. Also schicken wir jetzt einen Kerbal da raus auf eine Selbstmordmission? Oder reicht uns der Stay Putnik? Nee, komm, wir müssen es wenigstens einigermaßen RP-like machen. Also wir hatten jetzt mehrere Flybys beim Mond, wir haben einen Satelliten, der um die Sonne kreist und da Daten sammelt. Jetzt schicken wir erstmal eine unbemannte Sonde auf den Mond selber zum Landen. Und wenn das klappt, dann können wir auch einen Körper dahin schicken. Und jemand sagt, es geht doch. Erst löschen, dann das neue Teil einsetzen. Ernsthaft? Wow. Oh. Okay, vergesst den ganzen Quatsch, was ich gesagt habe über RP. Wir landen auf dem Mond mit dem Görbel. Leiter. Das wird aber nichts mit dem kleinen Antrieb da, ne? Nee, das wird nichts. Du bist aber nur ein Tank. Das wird sehr interessant. Du bist zu schwer. Genau, wir brauchen einen größeren Tank. So einen mindestens. Und das Ding ist viel zu. Oh. Die hier brauchen wir. Dreier-Symmetrie müsste okay sein. So. Das muss ich gleich erstmal testen. Du bist jetzt unser Minmus Lander 1.0. Speichern. Denk an die Fallschiere. Fallschirme. Wir landen auf einem Mond. Da ist keine Atmosphäre. Da bringt mein Fallschirm, glaube ich, nichts. So, Landing Gear. Wo zum Geier das Landing Gear? Ich bin offensichtlich blind geworden. Ich finde kein Landing Gear mehr. Okay. Das Ding wird sowas von kippen. Pack Fallschirme drauf und sagt dem Görbel, ja, wir holen dich bestimmt wieder ab. So. Ich pack mal so das Ding dran, speichere das Ganze unter 1.0. Mach das ganze Ding ab und nimm es unter 1.1.
Ne, mache einfach nur Kapsel. Nicht Japsel. Kapsel. Und teste jetzt mal ganz kurz, wie das ist mit dem Landing Gear. Das ist noch lange nicht fertig. Jetzt muss ich erstmal nur so provisorisch. Launch. So, du. Geh. Es geht. Es geht echt. Schub mal hoch. SAS an. 3, 2, 1. Wow. Hat eine Menge Dampf. Wir haben keinen Fallschirm drauf. Ja. Also es muss definitiv in der Lage sein, den Fall nach Minmis runter abzubremsen. Zumal das Ding ja fast keine Anziehungskraft hat. Aber ja, der Treibstoff geht sehr, sehr schnell aus. Muss mal sehr vorsichtig sein. So, ein Suicide Burn, den ich nicht kann. Aber könnte interessant werden. 1000 Meter... 900 Meter, 800 Meter, 700 Meter, 600 Meter. Wow, und aus. Ja, nee, das war zu früh. Bye, bye. Jebediah? Jebediah! Du hast sehr viel Glück gehabt. Ja. Jebediah lacht nicht. Das ist schon mal eine sehr krasse Aussage. recover. Null Science-Punkte. Ja, ja, okay. Ja, aber die scheinen stark genug sein, um abzubremsen. Laden. Wo ist der? Minimus Lander da. Load. So. Also, was braucht das Ding noch? Es braucht andere Solarpanels. Also es gibt jetzt die Ausfahrbahn. Aber die reißen halt recht schnell ab. Das hier waren die, die wir die ganze Zeit benutzt haben, ja. Das sind... Nee. Gibt es aber welche, die besser sind als die hier? Wo steht denn dazu was? Electric Charge, 45 pro Minute. 2 pro Sekunde? 2 pro Sekunde. Weiß nicht, Batterien könnten wir erstmal ändern. Zu den warte mal. Zing. Da fühlt man sich doch sicher mit einer riesen Batterie auf dem Kopf. Electric Charge 200. Ah, hat noch doppelt so viel wie das andere. So. Das müsste noch Strom sein. Ist die Leiter niedrig genug? Nee, ist sie nicht. Nicht wirklich. Aber auf dem Minimus gibt es fast keine Anziehungskraft. Das heißt, unser Jebediah oder wer auch immer das macht, läuft einfach an dem Ding hier hoch, weil es hier eine Schräge hat, und springt dann an die Leiter ran. Was haben wir noch? Falls der Flug schief geht, Safety first. Mhm. Licht. Licht ist ganz wichtig. So. Oh, es hält nicht. Warum? Ich würde euch da gerne dran haben. Nee, so geht das nicht. Menno. Tschüss.
Ne, das blockiert wieder das hier vorne. So, dann werden jetzt die... So, jetzt werden die Antriebe beleuchtet, aber auch das... Warum dreifach? Ich habe nichts von Dreifachsymmetrie gesagt. So, also die Antriebe werden beleuchtet, aber auch der Boden darunter. Licht an die Halterung. Was für Halterung? Also meinst du diese ausfahrbaren komischen Gestelle? Gero, für die Mondlandung brauchst du wieder die runden Lampen. Warum die runden Lampen? Das verstehe ich immer noch nicht. Ich sehe keinen Werteunterschied. Achso, die hier haben keine große Reichweite, okay. Also sind das hier die dramatischen Nahaufnahmenlampen und das hier sind die, die weit strahlen. Okay, verstanden. So. Ja, das Batteriepack ist doof, aber... So. Wenn das mal nicht explodiert. Rund hat große Distanz, eckig hat einen weiten Winkel. Okay. Aber jetzt zurück zur eigentlichen Rakete. Also wir haben... Landing Gear, wir haben Schub, wir haben eine relativ starke Rakete, die wir im Notfall mit noch mehr Boostern verstärken können. Wir werden auf jeden Fall von vornherein 100% Schub geben müssen, weil sonst kriegen wir das ganze Ding nicht in die Luft. Jetzt schon Booster vielleicht? Also ich könnte einfach noch hier Feststoffbooster ranmachen. Die Landungsstütze würde ich noch einen Tick runter machen. Nee, ich glaube, dann kippt das zu sehr. Aber gut, nicht viel rumexperimentieren. Wir probieren es einfach mit dem Ding hier. Die Reihenfolge hier müsste soweit noch okay sein. Die werden abgesprengt. Nee, warte mal. Die drei müssen hier oben mit hin. Genau. Giru, vergesst nicht RCS. Wozu brauche ich RCS? Ich will nicht docken. Aber ich könnte mal ein paar Winglets einbauen. Die hier. Oh, das ist zu groß. Tailfin. Small Control Surface. Ja. Ne, ist auch falsch. Es gab doch Winglets, die auch wirklich was gebracht haben. Sehr komisch. Die hier sehen nämlich viel zu groß aus. Nee. Okay, Chat sagt auch, lass das, ist okay. Hast du noch keine Tanks für die Booster? Was für Booster? Ich habe keine Booster in der Rakete bisher. Gero macht die doppelte Treibstoffleitung weg. Was? Was für eine doppelte Treibstoffleitung? Sieht doch ganz schön aus. Und ist eigentlich auch genauso, wie es sein sollte. Oder meinst du, ich komme damit nicht hoch genug? Na gut. Nicht weiter rumexperimentieren. Ich werde erstmal gucken, ob das Ding überhaupt abhebt. Und wenn es nicht abhebt, dann kommen einfach Booster ran. Oder wie Bonsai gerade vorgeschlagen hat, wir machen den Treibstofftransfer von außen nach innen einfach weg, damit die äußeren länger brennen. So, also Schub auf Maximum. Jebediah ist an Bord. Warte. Du, raus. Du. Starten. So, gucken wir mal, ob wirklich an Bord ist oder ob sie wieder jemand reingeschummelt hat. Und noch einmal, ich glaube, der untere Tank an der Kapsel ist ein RCS-Tank. Der da? Wir sind doch gerade probeweise damit gestartet. Du. Nein. Da, ein F11 T200 Fuel Tank. Mit Liquid Fuel drin. Nö, das ist ein ganz normaler Treibstofftank. So,
Jenga, Kermen, Schub, Maximum, SAS an, Licht an, yeah, 3, 2, 1. Wir heben schon mal ab. Ja, das ist gut. Er kommt ziemlich beängstigt nach oben. Und wir kippen nicht. Schub ist okay. Es könnte klappen. Könnte klappen. Auch wenn ich bestimmt wieder irgendwas ganz Wichtiges vergessen habe, aber... Bzzz. So, wir nähen uns der 200er Marke. Die ersten zwei kommen gleich weg. Wir sind auch weit von den 10.000. So, weg mit dir. Verlieren Schub, das ist okay. Müssten wir gleich auffangen. Licht kann aus, das bringt jetzt nichts mehr. Das sieht echt gut aus. Es könnte klappen, genau. Richtig so. Das hält ganz schön lange. Wir können gleich schon mal anfangen zu kippen. Aber ich denke, mit dem Kippen werden die Probleme kommen. Weil wenn wir einmal anfangen, die Masse hier oben zu bewegen, dann wird das schwer sein, die zu stoppen. Oh, wir sind sogar ein Ticken zu schnell, fällt mir gerade auf. So, kippen. Ganz vorsichtig kippen. Und Jenga scheint es nicht gut zu gehen. So, wir sind aus der Atmosphärenschicht raus aus der ersten. Vollschub. Gucken. Ah, kommt langsam. Da muss noch ganz viel Schub hin. Aber wenn die hier gleich alle sind, müsste die Rakete in der Mitte das eigentlich schaffen. Das haut schon hin. So, 3, 2, 1, weg. Wir verlieren Geschwindigkeit. Fangen das aber sehr schnell wieder auf. Jo, sauber. Jo, das können wir so weiterlaufen lassen. Das ist okay. Kein Fallschirm kann bei Startproblemen Leben retten. Was? Kein Fallschirm kann bei Startproblem Leben retten? Okay. Gero, wenn du eine der doppelten Treibstoffleitungen wegmachst, hält dein Treibstoff noch länger in den Tanks, die du als erstes weggesprengt hast. Ja, das ist richtig. Oh, das will ich ja gar nicht. Die Tanks wollen ja möglichst schnell weg, weil die Tanks selber ja auch Trockenmasse haben. Also wenn kein Treibstoff mehr drin ist. Und je schneller wir Masse abwerfen, desto schneller kommen wir hoch, weil wir weniger angezogen werden. So, Schub runter. Flupp, SAS aus. Kippen. Ah, das Ding läuft super. Das hätte ich absolut nicht gedacht. Keine Probleme, jede Menge Treibstoff. Wir haben gleich eine Umlaufbahn und alles Suche. So, 30 Sekunden. Schub. Können ruhig noch steiler, flacher, so. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sind noch gleich auf 70.000. Boah, sieht doch cool aus. Bisschen lang, aber sieht cool aus. Und kein bisschen wackeln. Okay, ein kleines bisschen vielleicht. So, flacher, 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 flacher. Oh, so. Gleich kommt die Apoapsis ein bisschen näher, aber ist okay. Wir müssten ja bald eine Umlaufbahn haben. 15 Sekunden, 14 Sekunden. Was macht der Treibstoff? Er hält. Das ist jetzt schon fast besser als mit der letzten Rakete, wo nicht so viel Gewicht dran war. Sehr komisch. Kurz noch ein bisschen steiler, damit wir die Apoapsis vor uns behalten. 2 Sekunden. Komm schon. Geh wieder nach vorne, du Apoapsis. Na gut. Sieht aus wie ein Transportschiff aus Babylon 5. Oh, Treibstoff ist gleich alle. 3, 2, 1. Schwusch. So. Steiler, steiler, steiler. Jetzt haben wir nämlich das Problem, dass wir eine kleine Düse haben, die das Riesending abfangen muss.
Oh, das könnte nichts werden. Geh mal bitte vor mich, doofe Abramsis. Vor mich. Komm. Oh, das war nicht so gut. Also sie ist definitiv nicht so stark wie die letzte Rakete. Primär wegen der Stage jetzt. Die hat einen viel zu kleinen Antrieb und wiegt dafür viel zu viel. Aber wir müssen das noch hinbekommen. Die Apoapsis ist gleich wieder vor uns, dann kann ich wieder anfangen flacher zu werden und dann passt das schon. Und Mr. Fischwurst ist nicht sehr optimistisch. Okay. Physik kämpft gegen Optimismus. Gegen sarkastischen Optimismus. Und Physik wird gleich gewinnen. Oh. So. Na komm schon. Das ist ein sehr krampfhafter Versuch, eine Umlaufbahn herzustellen. Ich bin versucht zu warpen. Wow. Kann ich nicht wegen dem Schub. Nee. Okay, einfach das Beste hoffen. Kann ich mal kurz auf den Chat schauen. Hier müsste ja alles soweit stabil sein. Ja. Bist du sicher, dass das letzte nicht so schwer war? Wie war das noch mit dem Fallschirm? Nee, ihr kriegt keinen Fallschirm. Ich bin sicher, Jeb würde das überleben. Nee. Oh, die Apoapsis sieht gut aus. Dafür sieht unser Treibstoff nicht besonders schicker aus. Oh. Das könnte eine sehr interessante Landung auf Minmus werden, wenn wir jetzt gleich keinen Treibstoff mehr haben. Vielleicht überlebt ihr einen Teil und wir können wenigstens Daten senden. Aber das passt. Wir haben gleich eine Umlaufbahn. Tanks sind auf der Hälfte. Also gleich. So, flacher. Komm schon. So, Periapsis taucht gleich auf. Komm schon. Na gut, wir wissen schon fürs nächste Mal, woran wir feilen müssen. Falls es jetzt nichts werden sollte. Aber bisher kann das noch alles was werden. Wir müssen halt nur ziemlich sparsam mit dem Treibstoff umgehen. So, Periapsis ist da. Wie hoch bist du eigentlich? 73.000. Also nicht so hoch. So. Wop. So. Dich auch noch ein bisschen höher bringen, damit wir eine stabile Umlaufbahn haben. Hältst du wohl mal still? So. Jetzt aber Minmus. Karte. Schöne Aussicht, aber das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich wollte hier rauscrollen und Minmus als Ziel nehmen. Ah, und das ist unser Sonnensatellit. Der ist ganz schön nah dran gerade. Set as Target. So. Du hast eine schlackerige Umlaufbahn. Das heißt, wir treffen dich da hinten. Wen will ich denn treffen? Manöver. Schub. Ich will nicht vom Mond eingefangen werden. Danke. Oh. Das wird sogar was. Das ist ganz schöne Feinarbeit. Von wo kommen wir denn da ran? Von da, das ist nicht ganz so gut. Oh, wir sind viel zu weit. Nee, komm. Gegenschub. So. Also einfach ein bisschen drehen. Also das Ganze nach da verschieben.
ist ein bisschen Feintuning, aber es dürfte es wert sein. Warum macht er so große Schritte? Das ist komisch. Oh, was haben wir da? An das wir dran vorbeifliegen. Ich will nicht... Na, obwohl, wenn wir erstmal da sind, ist es vollkommen egal. Weil wir dann recht leicht den Kurs ändern können. Aber da kommen wir rein, da fliegen wir gleich wieder raus. Oh, das ist ganz schön lang. Ja doch, das mache ich jetzt so. Okay, SAS aus. Wir orientieren uns an unserem neuen Kurs. Wo auch immer der sein mag. Da. Wie jetzt Gegenkurs? Da. SAS an. Okay. 16 Minuten. Achso, jetzt gerade war es gegen Kurs, weil wir da hinten ankommen, wird es direkt auf Kurs sein. Okay, dann drückt mir die Daumen, dass der Treibstoff reicht, dass wir richtig eingefangen werden und so weiter. Oh, müssen wir gleich Schub geben. So, 12 Sekunden. Was? Immer noch 12 Sekunden? Achso, da unten. 17 Sekunden. Na, na, na. Estimated Burn 12 Sekunden. Das. Na gut, gucken wir mal. Also. Jetzt wollen wir ein bisschen früher starten aus. Und richtig schön auf Kurs bleiben. Das ist jetzt super wichtig, dass wir genau den Kurs nehmen, den der Computer uns vorgegeben hat. Weil das Fenster ja doch nicht so groß ist. So, wir müssen 830 Meter die Sekunde Schub hinbekommen. Mit 200 Liquid Fuel. Das heißt, ich gucke gleich bei 400. Und wenn es bei 400 Meter die Sekunde hier noch über 100 ist, dann ist alles gut. Wenn nicht, könnten wir Probleme bekommen. Wir sind bei 175, wir sind bei 600. Oh, das sieht sehr gut aus. Also... eingefangen werden von Minmis sollten wir schon mal. Die Frage ist dann nur, wie das gut mit dem Abbremsen klappt, mit dem Orbit hinbekommen, mit dem Abstürzen und Landen. Ja. So, sagt der Chat. Gero, sobald du auf den Kurs beschleunigt hast, kurz wieder auf den Navbar gucken, kannst du immer noch mit ganz leichtem Rumspielen und gucken, ob deine Apo näher an Minmis rankommt. Damit kannst du unmittelbar sehr sparsam den optimalen Kurs bekommen. Was? Sobald du auf den Kurs beschleunigt hast, was ich jetzt gerade tue, kannst du immer noch mit ganz leichten Rumspielen und gucken, ob deine Apo näher an Minmis rankommt. Damit kannst du unmittelbar sehr sparsam den optimalen Kurs berechnen. Verstehe ich gerade nicht, sorry. Ich versuche erstmal das einfach nur so hinzubekommen. Aber es sieht sehr gut aus. Das wäre schon schick, wenn wir da landen können. Oh. Wie jetzt? Nein! Das war nicht gut. Was zur Hölle bist du? Du Wegpunkt. Weg mit dir. Weg so. Ich glaube, wir haben noch einen Minmis-Encounter, ja. Und wir haben dann einen Mun-Encounter auf dem Rückweg. Ach du gute Güte.